In Europa ist es entspannter. In Europa ist es spannender. In Europa ist es spannender. Malaria, die Regierung und die Kratzer, die in unseren Breiten geraten und in unseren überlegenen Leibern nichts verloren hatten, sich aber wegen der Klimaveränderung prima entwickelt hatten, erobern den Norden, was aber nicht weiter schlimm ist, weil er sowieso gerade weggespült wird. Das dritte Jahr der Flut. Das Fernsehen zeigt in den Jahren zuvor per Livecam 24 Stunden lang Überschwemmungen. All die nutzlos Schlaflosen können in den frühen Morgenstunden beobachten, wie Kühe in den großen Abfluss der Erde strudeln und übergewichtige Menschen, die ihren Lebenshöhepunkt nie gehabt haben, kleine Sandsäcke werden gegen Meter hohe Wassermassen errichten. Kurzen versuchen sie, seltsame Vorstellungen aus einem Kunsthäuf mit Bezügen, auf denen lilafarbene Dreiecke tauchen, die über die Klöcke aus Blut und Überbeinen in die Kammer lässt, während das Wasser einen toten Schädel gegen ihre dicken Knie spült. O-Ton Ossi Herbert. Mein Hab und Gut, alles dahin. 40 Jahre Arbeit, ein Stück weit im Wald. 1. hat uns die DDR betrogen in unseren letzten Jahren und dann kamen die Wessis und die Treuhand und der Teuerung. Von vorne bis hinten beschissen. Ich bin Frührentner, da sehen Sie, ne? Wir sehen nichts. Doch beides weg. Nochmal alles aufbauen, das kann ich vergessen. Und von wem entschieden, und da lache ich. Wie das aussieht, wissen wir. 50 Mark Begrüßungsgeld und ein Bündel Bananen. In dem Haus hatte ich ja soweit alles selber gemacht. Zuletzt den Grillplatz im Garten mit Platten, den Boden und einer Laube und die Bänke hatte ich angemacht. Da hinten wohnen, aber der Fluss so breit ist, überdacht hatte ich das in Glitzerschlangen geschmückt. Und noch letztes Wochenende haben wir da gesessen, Freunde und ihre Freunde und ihre Frauen. Und wir haben Pferde gegessen und Korn getrunken, wir haben gelacht und Karten gespielt und selbst mit meiner Frau habe ich mich wieder verstanden, auch sexuell. Dann war ich so voll, dass ich kotzen musste. Das schöne Ferkel kam wieder raus. Ich dachte, wie der Spieß durch seinen Mund ging. Und das ist eigentlich außer wie ein gegrillter Mensch. Da hinten stand mein Auto in Mercedes. Gebraucht zwar, aber immerhin ein Einspritzer mit Handschaltung wegen des Beines. Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Ohne Auto sind mir die Hände gebunden. Die Einbauküche ist noch nicht abbezahlt. Meine Frau ist ertrunken, als sie versucht hat, die Couch zu retten. Die war erst 3 Monate alt. Geistesabwesende Haltung sein, eine plötzliche Kopfbewegung eines Vogels, der nicht hört, was wir hören. Der hört, was wir nicht hören. Wenn wir Freude an Neologismen hätten, könnten wir die Texttheorie als eine Hyphologie definieren. Ja. Mit. Wenn wir Freude an Neologismen hätten, könnten wir die Texttheorie als eine Hyphologie definieren. Hyphos ist das Gewebe unseres Spinnens.
Wenn wir früher einen Neologismen hätten, könnten wir die Texttheorie als eine Hyphologie definieren. Hyphos ist das Gewebe und das Spinnens. Hyphos ist das Gewebe und das Spinnens. Noch ein Gewirr von Absturzfäden eingezogen wird, was zu dem Namen Labyrinthspinne geführt hat. Die feinen Gespinste der Baldachinspinne bestehen ebenfalls aus einer horizontalen Decke und zahlreichen Absturzfäden, die nach oben ziehen. Zusätzlich wird die Decke jedoch nach unteren mehreren Fäden spannt. Im Gegensatz zur Trichterspinne hängen die Baldachinspinnen immer unter der Decke. Feldlebfäden und erst nach völliger Fesselung wird ein Biss appliziert. Manche Kugelspinnen bauen sich auf Verstecke in oder außerhalb des Flussnetzes. Besonders auffällig ist der mit Pflanzen und Erdteilen beklebte Schlupfwinkel von Pteridium saxtile. Er besteht aus einer unteren Die Spinne lebt ständig innerhalb des Schlauches und ernährt sich von Beutetieren, die zufällig über den Schlauch laufen. Die langen Cheliceren werden durch den Schlauch hindurch in das Opfer geschlagen. Abbildung 95. Dann wird die Beute durch den Seidenschlauch gezerrt und gefressen. Aber wenn die Menschen eine vorhistorische Sprache ausgraben, die aus den Dingen spricht, wenn es diesseits unseres Gestammes ein goldenes Zeitalter der Sprache gibt, dann glauben sie an versteckte Kräfte der Kommunikation. Sie wissen zwar gut, dass eine Nachricht ist und dass es ihnen nichts hilft, oft an den Tod gedacht zu haben, solange man nicht den Tod einer geliebten Person erfahren hat. Aber sobald sie über die Sprache nachdenken, er hätte sich vielleicht nur zu beherrschen brauchen, um solche Gedanken zu verjagen, weil aber sein Blick sich an nichts festmachen konnte, schien es ihm, als scheue er suchend, als schaue er suchend ins Leere, um dort Hilfe zu finden. Da fing das vom Wind aufgepeitschte Meer zu toben an. Der Sturm trübte es, zerstreute es in unerreichbare Weiten. Windstöße erschütterten die Luft und gleichzeitig herrschten Schweigen und Ruhe, die die Vermutung nahelegten, alles sei schon zerstört. In Zeitungen, Magazinen und im Fernsehen erklärten minderjährige Schwachköpfe im delirösen Orgasmus ihren eigenen. Um 5 Uhr nach Einbruch der Dunkelheit frühstückte er leicht 2 weiche Eier. Im Winter um 5 Uhr nach Einbruch der Dunkelheit frühstückte er leicht 2 weiche Eier. Gebratenes Fleisch und Tee. Gegen 11 Uhr nahm er sein Abendbrot ein. Nachts trank er Kaffee. Manchmal auch Tee und Wein und knabberte gegen 5 Uhr morgens.
bevor er zu Bett ging, noch einen kleinen Imbiss